nicht genau weiß, wie man das operationalisieren sollte. Gut, zurück zu unserem grundsätzlichen Textaufbau. Waren wir jetzt soweit durch? Oder? Richtig, genau. Wir haben vorhin darüber gesprochen, soll man 2 A4 Seiten oder hier steht es Länge nicht über 2 A4 Seiten. Ich hatte gesagt, naja, aber wir hatten von anderen Leuten auch schon gehört, also für Dr. Webb und das Smashing Magazine haben wir schon geschrieben. Und die sagen, ja, aber lange Texte mit ganz vielen Links drin, Linklisten und so weiter, die generieren ganz viele Retweets und die sind toll. Und da hattest du vorhin schon eine Antwort drauf gegeben, das können wir vielleicht nochmal kurz wiederholen. Ja, gut, das ist natürlich auch so immer so eine Frage. Auf der einen Seite hat man lange Texte, viele Informationen für eine kleine Zielgruppe, die wirklich von dem wahrscheinlich gut angenommen werden, wo sich das auch lohnt, bei Dr. Webb sicherlich auch. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch wissen, dass Leute nur eine gewisse Zeit auf einer Webseite bleiben. Mhm. Und je länger dann einfach diese Texte werden, die müssen ja auch wertvoll sein vom Inhalt, dann wird es halt immer schwieriger, über 2 oder 3 DIN A4 Seiten Inhalt runterzubringen, den einer am Stück liest. Das funktioniert irgendwie in der Regel nicht, weil die Leute auch einfach keine Zeit haben. Also das beißt sich irgendwie so ein bisschen. Unsere Erfahrung ist, dass man sich halt doch kurz halten sollte. Wenn man lange Texte hat, die wertvoll sind, dann die bitte aber auch auf eine Seite drauf tun. Da waren wir uns vorhin einig, das Schlimmste, was es gibt, sind diese klassischen ich muss weiterklicken, um den Text weiterlesen zu können, am besten über 5 Seiten, nur damit diese klassischen Medien, das ist ja auch schon eigentlich rauf und runter, zumindest in der Blogger-Szene, ja, wenn ich jetzt hier zum Spiegel gehe und dann hat der Spiegel, ja, das ist gar nicht mehr so schlimm da, also aber es gab also Zeiten, das war furchtbar. Da, 5 Zeilen gelesen, bitte zur nächsten Seite klicken. Ja, okay, 5 Zeilen was gelesen. Was du auf jeden Fall noch hast, ist hier, wir sind jetzt bei den Franzosen, die schreiben wieder. Und das ist ja genau das Gleiche. Ja. Hier gibt es eine Fotostrecke. Super. Haben wir jetzt also hier unser Bild mit dem Foto. 14 Fotos. Jetzt ein bisschen ich kann auch nicht springen, ich muss weiterklicken. Also ich muss aber hier auch weiterklicken, okay, ich kriege keine Übersicht. Das hier ist jetzt aber gerade gar nicht. Ja. Fotostrecke ist eine tolle Sache. Was ich interessant finde, ist, wenn wir jetzt hier auf Foto Nummer 13 sind, ja, dann habe ich hier ein Foto und habe ja schon 12 andere Fotos gesehen und denkst so, alles klar, es gibt noch ein 14. Foto, klick da drauf und es gibt gar kein 14. Foto, sondern ich werde jetzt hier auf die Fotostrecke vermittelt. Und da fühle ich mich doch als User mal erheblich verarscht. Ja, vor allem, wenn man oben auch den Link hatte, dass man auch mittendrin zu allen Fotostrecken kommen konnte, da kommst du auf die gleiche Seite. Ja, yeah. Also die wollen doch einfach nur sich jetzt noch einer angucken, ja. Und genau in Bezug bei den Texten ist es das Gleiche. Bei den Texten ist es ja genauso. Da gibt es so eine Pagination, wo die Leute dann sagen, okay, so viel jetzt. Und dann klickst du nochmal auf eine neue Seite, dann gebe ich dir die 2. Hälfte und dann gebe ich dir die 3. Das ist ja eigentlich nur ein Mittel, um mehr Pageviews zu generieren, ja, und ein paar mehr Banner-Ausstrahlungen verkaufen zu können. Also ziemlich billig eigentlich. Na gut, also lange Texte sind durchaus sinnvoll, aber eher für spezielle Zielgruppen. Wenn man also eine pauschale Aussage macht, dann würden wir sagen, nicht so lange die Texte machen. Richtig? Richtig. Ja. Gut, strukturieren Scannbarkeit, was heißt Scannbarkeit? Ja, man liest nicht quasi, also man so ein bisschen im Vergleich Zeitung, man springt erstmal von Überschrift zu Überschrift. Mhm. Ja, bei der Zeitung springt man quer über die ganze Seite, auf der Webseite springt man von entsprechenden Ankern, die einem der Text bietet. Man springt von Überschrift zu Überschrift, man springt zu fettgedrucktem, man springt zu einer Aufzählung. Also im Idealfall leitet man den Nutzer mit einem Blick einmal über den Text drüber und er weiß anhand der Stichworte, der Zwischenüberschriften, Überschriften, worum es in dem Text geht und entscheidet sich dann, will ich das Ganze lesen oder nicht. Das heißt, Texte sollten entsprechend scanbar aufgebaut sein, wo von Anfang an nur eine Überschrift drüber ist und dann kommen irgendwie 4 Seiten lang nur Buchstaben aneinander gereiht. Das wird kein Mensch durchlesen und kein Mensch weiß auch dann, worum es da drin geht. Man hat noch nicht mal die Möglichkeit zu entscheiden, will ich das eigentlich lesen? Und von daher ist die Scanbarkeit eines Textes enorm wichtig, einfach begründet im Nutzerverhalten, wie Leute Texte lesen. Okay, also sehe ich auch so, wir werden später noch ein paar Beispiele kriegen, wo wir sozusagen Bleiwüsten angucken werden, wo sich einfach keiner darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man den Text strukturieren. Und ich halte es auch für eine sehr wichtige Sache, dass ich Dinge habe, an denen ich mich irgendwie festhangeln kann. Ich stelle mir das selber auch immer bildlich vor, als sei der Text so eine Art Berg, auf den ich draufsteigen müsste. Und dann muss ich ja immer in den Berg so... ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Sachen so einhackeln, damit ich da sozusagen hochkraxeln kann. Und genauso braucht es halt auf dem Text auch Ankerpunkte, an denen man sich festhalten kann. Und wenn da halt nichts Dickes ist, so ein Vorsprung, an dem man mal die Hand dann
machen kann, um sich hochzuziehen, ist es halt schwierig auch zum Lesen. Ja, also es macht doch einfach dann keinen Spaß. Das kennt jeder von sich selbst, wenn er Webseiten regelmäßig besucht. Man kennt das eigene Verhalten und man überfliegt erstmal und dann schaut man, ob das passt oder nicht passt und dann liest man erst richtig. Und Texte, die einem da hier schon Probleme von Anfang an bereiten, die sind einfach ja, wenig Chancen. In dieser Einstellung ist hier die... Hast du das Ding im Gesicht? Das ist total ungünstig. Ich kann mich groß machen. Ja, ja, genau, bitte immer gerade setzen in dieser Einstellung. Also gehen wir weiter im Text. Inhalte sollten möglichst kurz, einfach und verständlich sein. Eigentlich haben wir da schon so ein bisschen was zu gesagt. Ja? Also haben wir sozusagen, die Leute haben keine Zeit, haben nicht lange Aufmerksamkeit, werden leicht abgelenkt von eingehenden E-Mails. Da gibt es ja auch viele Leute, die diese unsäglichen Pop-Ups haben. Sie haben eine neue E-Mail von Franz bekommen. Franz sagt bla bla bla. Und dann reagieren die da sofort drauf. Und die können ja nie irgendwas lesen. Das sind akustische Signale, vielleicht genau, fängt es irgendwo. Auf diese Weise ist man ja immer beschäftigt mit oder sozusagen immer abgelenkt und kann eigentlich nur drei Zeilen lesen. Abgeschlossen. Ja. Was da ganz schön zu passt, vielleicht können wir da mal kurz springen hier auf unsere Quelle. Und zwar für, hier hatten wir doch einen so einen Artikel, Linktitel und Suche, die ersten beiden Worte entscheiden über erhaltene Aufmerksamkeit. Und das ist, glaube ich, sowas, was, wenn wir sagen, Texte müssen kurz und einfach sein, dann ist das ein prima Artikel zu dem Thema, der nämlich genau darauf eingeht. Ja? Also ich habe einen Linktitel und die ersten zwei Worte, die da drin stehen, die sind offensichtlich hier nach einer Studie sehr wichtig, um dafür zu sorgen, dass jemand weiterliest oder halt abbricht. Und das ist, glaube ich, geht genau auf dieses Thema kurze, einfache Texte. Gut, weil sich das jetzt hier eben auf Links bezog, das heißt, werden Links angeklickt oder nicht, da sind quasi die ersten zwei Worte entscheidend. Ja. Und, aber klar, es passt einfach hier rein und es dreht sich alles immer wieder um diesen gleichen Bereich, auch wenn wir sagen, Texte möglichst kurz und einfach machen. Wer schreibt Texte? Ja, und da haben wir wieder diese angesprochenen am Anfang klassischen Textschreiber, die einfach gerne alles das reinschreiben gerne möchten und veröffentlichen möchten, was sie einfach wissen. Da werden natürlich elendlich lange Sachen drauf und dann möchte man gerne schön schreiben und noch den Gedankengang unterbringen und hier noch einen Nebensatz, das auch irgendwie ein bisschen Qualität leicht, mit reinbringt. Das möchte man natürlich auch gerne als Autor, dass man irgendwie nicht nur plump und irgendwie einen Satz nach dem anderen schreibt, sondern ja, dass es halt irgendwie gut zu lesen und flüssig zu lesen ist. Das ist halt schwierig. Das, ja, richtig. Da muss man quasi von sich ein bisschen Abstriche machen. Und auf der anderen Seite auch dieses nicht übertreiben, also nicht dieses, ich schreibe jetzt alles ganz kurz und dieses typische Twitter, irgendwie nur ein paar Zeichen, nur ein paar Nachrichten, das funktioniert in werthaltigeren Texten auf Webseiten oder auf Landingpages funktioniert das auch wieder nicht. Vielleicht in Blogs noch, wo man auch seinen eigenen Stil entwickelt als Blogger. Aber da, ja, da muss ein Unternehmen, wenn hier Wert auf Texte gelegt wird, sich einfach Gedanken machen, wie wollen wir texten, wie wollen wir erscheinen, wie wollen wir gelesen werden. Und das ist echt, echt wichtig. Ja. Gut, Kontext schaffen hatten wir hier gesagt, vielleicht zwei Sätze zum Kontext. Also ich denke, wichtig ist Kontinuität. Das heißt also, wenn wir versuchen, unsere Blogartikel immer gleich aufzubauen, dass die Leute wissen, okay, wenn da zum Beispiel ein Podcast mit dabei ist, ist es immer an der gleichen Stelle, dass die Formatierung immer ähnlich ist und so weiter. Und klar, also wir versuchen im Weblog selber Kontext zu schaffen, indem wir weiterführende Artikel anbieten, dass wir die Artikel miteinander verlinken und auf diese Weise einfach die Verbindung zwischen anderen Elementen schaffen. Und hier, also der wichtigste Punkt unter dem Aspekt ist einfach, man hat einen Artikel und der bezieht sich auf ein Thema. Und man schweift nicht in zig Richtungen noch ab, man beschäftigt sich mit einem Thema und verlinkt das im Idealfall noch weiter, sodass dann die Leute nochmal gucken können, ob man hier noch weitere Informationen nutzt. Und dann ist aber auch gut. Ja. Neues Thema, neue Artikel, neue Seite und das neue Inhalte. Was der User mag und was er nicht mag. Ist so ein bisschen das, wie man es halt selbst kennt. Auf Webseiten, auf denen man irgendwie Amtsdeutsch vorgehalten bekommt oder irgendwelche leeren Floskeln oder man hat das Gefühl, man ist irgendwie einfach nur benutztes Objekt auf der Seite, das klicke ich weg. Das will ich auch gar nicht haben.
und übertriebene Darstellungen, Unternehmen, die irgendwelche Projekte, irgendwelche Sachen anpreisen, als ob es das Beste auf der ganzen Welt ist, das macht uns stutzig. Das ist, ja, das ist irgendwie kontraproduktiv. Und das sind einfach Sachen, die hier nochmal so